Mit unserem 318er Ventilschaftdichtung sind wir jetzt fertig. Jetzt haben wir wieder mal Zeit weiterzumachen bei einem Porsche 996er Cabrio 3,6 Liter. Bei dem machen wir heute einen Service, das heißt mit Ölwechsel, alle Filter, also Mikrofilter und Luftfilter und die Bremsflüssigkeit wechseln wir mit dazu. Zündkerzen sind bei dem Auto erst vor kurzem gemacht worden, genauso wie der Kühlerfrostschutz. Das brauchen wir bei dem Auto jetzt nicht machen. Und wir fangen erstmal an mit dem Abbau der Felgen und dann machen wir weiter mit dem Ölwechsel. Wir haben jetzt erstmal den Motor warm laufen lassen, dass er auf Betriebstemperatur ist. Und jetzt machen wir als nächstes den Öldeckel auf, damit von oben her der Druck entweichen kann beim Ablassen des Öls. Kontrollieren am besten auch gleich mal, ob irgendwie Ablagerungen auf dem Deckel sind. Man sieht hier oben vom eventuell Kurzstreckenfahren oder vom kurzen Warmlaufen hat sich ein bisschen jetzt bei der kalten Jahreszeit etwas Kondenswasser angereichert. Das werden wir vorher noch schön sauber machen alles. Und dann schauen wir uns das Öl auch an, wie es aussieht beim Herauslassen, ob es da auch irgendwelche Spuren sieht, Metallabrieb oder auch irgendwelche Kondenswasserspuren. Aber das hier oben ist eigentlich normal bei der kalten Jahreszeit hier, wenn das Auto öfters nur an- und ausgemacht wird, dass sich da im obersten Bereich etwas Kondenswasser sammelt. Wie man sieht, kann man mit dem Finger auch leicht wegmachen. Das gibt es im Sommer eigentlich nicht, wenn das Auto relativ oft warm gefahren wird. Machen wir erstmal die Ölfilterschraube, die Ölablassschraube auf von der Ölwanne. Dazu brauchen wir einen geeigneten Imbus. Der passt dann hier direkt hinein. Sehr einfach zugänglich. Es gibt keine Abdeckungen unter dem 996er. Und jetzt werden wir zu zweit weitermachen. Einer hält jetzt das Ölgefäß und der zweite lässt es ab. So, ich halte schon. Da kommt gleich einiges raus mit einem schönen Schwall. Und man sieht, am Öl selber ist auf den ersten Blick keinerlei Wasserspuren oder andere farblichen Veränderungen zu sehen. Also ein ganz schönes, normal gefärbtes Öl. Das ist ganz wichtig auf den ersten Blick schon. Es sind knapp über 8 Liter, 8,3 Liter müssten reingehen. Und das lassen wir jetzt erstmal in Ruhe auslaufen. Je länger, umso besser. Und gleich daneben, hier oben, befindet sich der Ölfilter. Der ist eigentlich auch sehr gut zugänglich. Und in der Zwischenzeit machen wir dann gleich mit der Bremsflüssigkeit auch weiter, während das Öl jetzt schon abläuft. Also für die nächste Sache, für den Ausbau des Ölfilters, braucht man auch kein Spezialwerkzeug. Da reicht ein ganz normales Werkzeug, ein bisschen weiter nach hinten. Weiter hinten noch, dass man es sehen kann, nach oben ein bisschen. Ja, genau. Und zwar so ein ganz normaler, was im Baumarkt gibt, für Ölfilter ausbauen mit so einem Ring. Und dazu haben wir dann jetzt schon mal ein anderes Werkzeug angesetzt. Das wird einfach über den Deckel des Ölfilters angeschraubt und dann etwas gegen den Uhrzeigersinn aufgedreht, ganz normale Aufmachrichtung. Und nach kurzer Zeit lässt sich der Deckel dann schon mit der Hand auch runter machen. Ist jetzt schon locker. Also auch dafür braucht man gar kein Spezialwerkzeug beim Porsche. Und sobald er dann locker ist, kann man den Deckel mit der Hand rausdrehen und das restliche Öl vom Ölfilter ablassen. Dann nehmen wir uns ein zweites Gefäß, das wir schon bereithalten. Ganz wichtig, drunter halten und dann mit der Hand rausdrehen und dann kommt gleich die nächste Soße raus vom Motor. Aufpassen, dass man sich da nicht allzu sehr mit dem Öl voll macht. Von unten halten am besten, sonst fällt der einen der runter. Jawohl. So, und jetzt auch einfach mal ablaufen lassen. Und man sieht, sowas kann jeder auch bei sich in der Garage machen, ohne dass man sogar eine Bühne braucht, wenn man einfach seitlich aufbockt und dann beim Ablassen wieder das Auto runterlässt, damit auch der Rest vom Öl in der Ölwanne schön rauslaufen kann. Ist also beim 996er Porsche überhaupt gar kein Problem.
Und das lassen wir jetzt, wie gesagt, in der Zwischenzeit weiterlaufen, in der wir jetzt weitermachen mit der Bremsflüssigkeit. Und dann machen wir weiter am Schluss mit den Filtern, die noch zu wechseln sind. Und schauen uns aber komplett noch den Zustand vom Fahrzeug an, also was Gelenke angeht, was Bremse angeht, Federung, irgendwelche optischen Schäden am Unterboden. Und alles, was uns auffällt, würde dann theoretisch bei der Inspektion auch noch ausgetauscht oder behoben werden. Da der aber jetzt gerade erst einen neuen TÜV von der UGE bekommen hat und wir wissen, dass das Fahrzeug wirklich auch alles einwandfrei ist, erwarten wir da eigentlich keine großen Probleme. Ganz wichtig ist auch, den Gummiring zu tauschen von dem Öldeckel. Der ist eigentlich immer bei dem Ölfiltersatz komplett mit dabei. Den alten einfach runter machen, den neuen draufsetzen und auch gleich etwas mit Motoröl beschmieren, damit er dann auch beim Reindrehen sich nicht festfressen kann. Und wie gesagt, vorher noch den Kopf komplett sauber machen, was man jetzt noch findet an Kleinigkeiten, mit dem Lappen und mit dem Bremsenreiniger am besten rausmachen. Jetzt haben wir ein bisschen Öl drauf getan vom Ölfilter. Und dann schauen wir uns nochmal den alten Ölfilter an, der da eingebaut war. Da ist jetzt der neue drauf. Das ist eine grüne Farbe. Den anderen einsetzen. Da kann man sich jetzt genau entweder sofort in den Deckel reinsetzen oder erst oben am Motor ansetzen. Der muss halt bloß schön zentriert werden beim Einbauen. Und jetzt haben wir hier den alten Ölfilter. Da schauen wir uns einfach mal in die Papierritzen hinein, ob wir da irgendetwas feststellen. Irgendwelche Metallpartikel oder etwas, was da nicht sein sollte. Kann man aber schön sehen. Also der Motor hat wirklich keinerlei nennenswerten Abrieb gehabt in den letzten Kilometern. Sonst würde es hier schon metallisch rausglänzen. Oder wie gesagt, irgendwie seltsame Farbe wäre dann im Ölfilter zu sehen. Also von daher gesehen sieht der Motor eigentlich ganz gut aus auf den ersten Blick. Während das Öl jetzt abläuft vom Motor noch, machen wir schon mal die Bremsflüssigkeit. Und dazu haben wir unterhalb der vorderen Frontklappe sehr gut zugänglich hier den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Den drehen wir erstmal in der Zwischenzeit auf und kontrollieren den Stand, wie er momentan ist. Das heißt, hier drüben sieht man auch gut die Maximalmarkierung. Der steht genau an der richtigen Stelle. Und während wir die Bremsflüssigkeit an den einzelnen Rädern heraussaugen, wird da immer darauf geachtet, dass der Stand immer im oberen Bereich ist, sodass er keine Luft ziehen kann dabei. Wir machen jetzt die Bremsflüssigkeit. Den Wechsel der Bremsflüssigkeit, auch ohne irgendwelche großen Spezialwerkzeuge. Das heißt so, dass es eigentlich jeder machen kann. Dazu machen wir erst die Abdeckkappen von den Bremssätteln herunter. Das sind so Kunststoffabdeckkappen. Die hängen immer recht gut drauf. Eine ist außen, eine ist innen bei diesem Vierkolben-Bremssattel. Und dann machen wir die Entlüfterschraube erst vorsichtig ein bisschen lose, dann wieder ein bisschen zudrehen, damit wir dann jetzt noch keine Luft verlieren. Schließen unseren Entlüfterschlauch dran. Und sobald er dann wirklich drauf ist, machen wir es einfach mit dem Fuß. Einer setzt sich ins Auto rein, pumpt und der andere macht immer im richtigen Moment die Entlüfterschraube auf. So, jetzt wird gepumpt, bis das Bremspedal genug Druck aufgebaut hat. Dabei immer auf den Stand der Bremsflüssigkeit achten. Und sobald der Druck da ist, auf dem Pedal drauf stehen bleiben, bis zum Blech durchdrücken. Okay, und einmal aufmachen, Flüssigkeit raus, wieder zumachen und wieder pumpen. Aufmachen, man sieht, die Flüssigkeit läuft schön gleichmäßig raus, ein paar Bläschen kommen noch. Man hört auch, wie der Druck entweicht vom Kolben. Noch ein letzter Satz zu dem Wechseln der Bremsflüssigkeit. Wir fangen immer an dem Rad an, das am weitesten vom Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Also in dem Fall jetzt hier
Am hinteren rechten Rad haben wir angefangen, dann am hinteren linken. Dann sind wir vorne hingegangen zum vorderen rechten Rad. Und dann als letztes, das am nächsten zum Bremsflüssigkeitsbehälter ist, auf dem linken Rad entlüftet. Mit der Bremsflüssigkeit sind wir jetzt fertig. Wichtig nochmal den Stand kontrollieren bis Maximum und Deckel auch drauf machen. Und was man auch machen sollte am Schluss, nochmal die Bremssättel mit dem Bremsenreiniger nochmal schön sauber machen, damit auch der Lack vom Sattel sich nicht durch die Bremsflüssigkeit eventuell auflösen kann. Die ist ja doch recht giftig, die Bremsflüssigkeit. Einfach nochmal sauber machen und jetzt geht es auch schon weiter hier in Fahrtrichtung rechts. Der Mikrofilter, dazu einfach Batteriefach seitlich lösen mit kleinen Plastikschraube hier, 90 Grad verdrehen, dann kann man das Batteriefach hier schon ein bisschen rausmachen, man muss gar nicht komplett rausnehmen. Und eine kleine Torx-Schraube befindet sich, die gelöst werden muss. Und dann hat man auch schon gut zugänglich die Mikrofilter hier sitzen. Das sind auch wieder zwei Torx-Schrauben, die werden rausgedreht. Und dann die Halterung wird auch unten im unteren Bereich frei gemacht werden müssen. Das sind auch nochmal zwei Schrauben. Und dann kann man den Mikrofilter herausnehmen. Genau, die Halterung bewegt sich jetzt schon. Nur noch die unteren beiden Schrauben. Und dann ganz wichtig ist, auch alles schön sauber machen, wenn sich da Blätter oder anderer Dreck gesammelt hat über die letzte Zeit. Jetzt kann man alles schön reinigen. Darunter sieht man auch gut von der Klimaanlage das Expansionsventil hier. Wenn das mal defekt sein sollte, ist auch gar kein Problem zum Tauschen hier. Und die Anschlüsse auch für die Klimaanlage. Die ist bei unserem Fahrzeug komplett neu befüllt. Kondensatoren sind schon gemacht worden. Und jetzt kann man den Mikrofilter herausnehmen und alles im unteren Bereich erstmal sauber machen und reinigen. Sieht man da, das ist der Dreck. Das kommt noch alles raus. Also unser alter Mikrofilter hat dann doch ein bisschen Dreck angesetzt gehabt in den Poren, aber nicht allzu schlimm. Und der neue ist jetzt schon eingebaut, der wird einfach nur wieder reingeschoben. Und wichtig ist dabei, die Pfeilrichtung zu beachten, nämlich in der Richtung, wie die Luft angesaugt wird. In dem Fall nämlich von oben nach unten, also Pfeil nach unten. Und dann in diese Plastikwanne einsetzen, ruhig ein bisschen zusammenknicken, sonst kriegt man die sowieso nicht rein. Ja, und darauf achten, dass er auch wirklich unten komplett anliegt, also nochmal von oben her komplett nochmal drunter drücken, dass da richtig schön in der Wanne drin sitzt. Und dann kann man auch das Blech wieder montieren und die Plastikeinheit drüber setzen. Und das war schon der Wechsel vom Mikrofilter beim Porsche 996. Und jetzt haben wir auch schon den Luftfilterkasten soweit ausgebaut. Ist auch sehr einfach. Das sind rundherum ein paar Kreuzschlitzschrauben und die werden bloß einfach rausgedreht. Die bleiben sogar im Gehäuse stecken. Dann haben wir hier oben den Öleinfüllstutzen. Den kann man einfach rausklicksen, einfach ein bisschen zur Seite schieben, das reicht. Und dann haben wir noch die Schelle oben weggemacht am Luftmassenmesser. Einfach nur rausgeschraubt und dann kann man den ganzen Deckel schon nach oben herausheben. Man könnte jetzt theoretisch auch noch den Stecker und Luftmassenmesser komplett abnehmen. Muss man aber in dem Fall gar nicht, weil wir bloß den Luftfilter wechseln. Und man kommt jetzt auch wunderbar an Sichtprüfung ran, an den Riemen hinten oder an den Keilrippenriemen. Da schauen wir, wie die einzelnen Rippen von der Optik her sind, ob die irgendwelche Risse aufweisen oder irgendwelche Beschädigungen. Müssen wir schauen, bis das Ding jetzt wieder... Ja, jetzt sieht man es gut. Also wenn da jetzt irgendwelche Risse wären oder ja, irgendwelche
ja, Altersspuren, würden wir jetzt den Riemen auch machen, aber der ist erst vor kurzem gemacht worden. Der hat nämlich eine neue Wasserpumpe reinbekommen bei Porsche, zusammen mit komplett neuen Riemen, ist noch nicht lange her. So, jetzt bauen wir auch schon den Luftfilter aus, einfach nach oben rausziehen und ganz wichtig auch wieder hier unten das Gehäuse vorher schön sauber machen, reinigen. Und was wir noch machen, ist hier oben die Hydraulikeinheit, das Hydrauliköl prüfen. Dazu wird einfach nur der Deckel rausgezogen, nach links gedreht. Dann hat man hier eine Markierung, die ist hier unten. Und die Markierung müsste dann stehen bei, im warmen Zustand bei Maximum. Wenn was fehlt, CHF 11.S Öl einfüllen bis zum Maximum. Dann nochmal reinstecken, wieder richtig hindrehen und nochmal den Stand nochmal prüfen. Vorher natürlich abputzen. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass er genau unterhalb vom Max ist. Das heißt, man könnte etwas auffüllen, ist aber im normalen Bereich, brauchen wir jetzt nichts machen. Und dann haben wir noch da drüben den Kühlwasserbehälter. Da sehen wir, dass der Stand auch auf dem normalen Level ist, hier drüben. Da muss man jetzt auch nichts machen. In dem Fall ist erst vor kurzem gemacht worden, Kühlflüssigkeitswechsel. Und ganz wichtig natürlich schauen, ob man irgendwelche Undichtigkeiten sieht vom Motor her. In dem Fall ist der Motor wirklich komplett trocken. Und somit ist eigentlich der Service auch fast schon erledigt. Wir müssen am Schluss jetzt noch das Öl unten einfüllen. Das heißt, das kommt ganz normal über den Einfüllbehälter rein. Davor machen wir die Ablassschraube fest und den Ölfilter. Und dann schauen wir uns noch den Unterboden in Ruhe an. Ja, das Öl haben wir jetzt über die Nacht komplett auslaufen lassen. Und jetzt schrauben wir wieder die Ölablassschraube mit einem neuen Dichtring hinein. Und danach setzen wir den Ölfilter an. Den haben wir vorher den Gummi schön auch eingeschmiert, wie schon vorher gesagt, dass er sich beim Reindrehen nicht fressen kann. Und dann ziehen wir erst die Ölablassschraube an und danach mit unserem kleinen Werkzeug, mit dieser Schelle, den Deckel vom Ölfilter. Aufpassen, nicht zu fest anziehen und nicht, dass das Gewinde kaputt geht. Und das gleiche auch beim Ölfiltergehäuse. Erst mit der Hand festziehen, bis es nicht mehr geht und dann einfach nur mit diesem Ring etwas nachziehen. Da ruhig ein bisschen fester und das war es dann auch. Und dann natürlich kommt die Befüllung vom Motor, ja, vom Motoröl mit 8,3 Liter Öl. Wir verwenden jetzt in dem Fall, weil das Auto nur im Sommer gefahren wird, ein Castrol 10W60, das auch gerade bei heißen Temperaturen ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Allerdings im Winter natürlich jetzt nicht gerade das optimalste Öl ist. Kann man zwar auch fahren, aber wir verwenden für den Sommer bei dem Fahrzeug das 10W60. So, jetzt füllen wir noch die 8,3 Liter Öl auf. Dazu einfach den Schnorchel etwas nach außen, nach oben ziehen und dann einfach über den Schnorchel die ganze Öl einfüllen. Und wir tun jetzt erstmal 8 Liter rein und überprüfen dann den Ölstand. Und wenn er dann noch etwas unter Minimum ist, dann schütten wir nochmal ungefähr 0,3 Liter nach. Dann müsste er auf Maximum sein. Und sobald das beendet ist, haben wir euch den kompletten Service beim Fahrzeug auch erledigt. Wie gesagt, nochmal wichtig ist, den Motor nochmal warm laufen lassen, an der elektronischen Anzeige drinnen im Fahrzeug kontrollieren, ob der Ölstand stimmt und natürlich auch hinten am gelben, am Ölmessstab auch nochmal nachschauen, ob alles stimmt. Somit ist dann eigentlich der Service für uns erledigt.